Die SBB lanciert heute kostenlosen Internetzugang für Salt- und für Sunrise-Kunden. Das basiert auf der bestehenden 3, 4 und zukünftig 5G-Technologie. Und wir bieten damit quasi ein Angebot an unsere Reisenden, um das Internet nutzen zu können. Es ist ja so, dass wenn Sie jetzt einsteigen mit einem Handy, dann gehen Sie auf die SBB-App und starten eigentlich das kostenlose Surfen. Und ab dem Moment, wo das über den Beacon, der hier eingebaut ist, im Zug registriert wird, dann wird bei uns in der Sunrise-Zentrale oder im Datacenter eigentlich die Verrechnung gestoppt. Solange Sie im Zug sitzen, können Sie dann unlimitiert mit der höchsten Geschwindigkeit surfen. Und wenn Sie wieder aussteigen, dann wird das auch automatisch erkannt durch den Beacon und dann wird die normale Verrechnung wieder eingeschaltet und Sie können normal weiter surfen. Wir haben den Test mit der SBB durchgeführt, auch um die Innovationskraft der Firma Sunrise zu zeigen. Wir möchten unseren Kunden das beste Surf- und Telefonieverhalten zeigen, auch in den Zügen. Basierend natürlich jetzt auf dem Test auch, dass Kunden, die Zug fahren, kostenlos können surfen und telefonieren, wenn das über das Internet ermöglicht wird. Ich sehe, wir machen den Test jetzt 100 Tage. Nach 100 Tagen werden wir das erste Fazit können ziehen. Ausgelegt ist insgesamt der Test auf ein halbes Jahr. Nach dem halben Jahr werden wir entscheiden, wie ist der Mehrwert für die Kunden? Das ist das Wichtigste. Was haben wir für Schlüsse können ziehen jetzt aus der Technologie? Und werden dann entscheiden, ob wir das im gesamten Fernverkehr werden ausrollen.